Tüfteln in der Garage. Der Start als Schülerfirma. Eine leerstehende Supermarkthalle als erste Produktionsstätte. So jung, so unangepasst, so schnell wie das neue Produktionsverfahren 3D-Druck ist auch das Startup Keytech. Und. Ja, es funktioniert. Mit 3D-Druckern lässt sich heute fast alles bauen. Allerdings nicht umweltfreundlich. Denn der Rohstoff für die 3D-Drucker ist meist ein Kunststoffdraht auf Rollen, das Filament. Und das wird in der Regel aus Neuplastik hergestellt. Völliger Unsinn, dachten sich die damaligen Schüler. Warum nutzen wir dafür nicht einfach Plastikmüll? Das hier ist unser Ausgangsmaterial. Das sind Flaschendeckel. Man kennt ja diese Glas-Mehrwegflaschen. Die werden ja immer wieder ausgewaschen und wiederverwendet. Aber was passiert mit den Deckeln, die auf den Glasflaschen drauf sind? Die gehen in die Entsorgung. Aber jetzt nicht mehr, jetzt kommen die zu uns. Recycling von Plastikdeckeln war nicht neu, aber eben doch im 3D-Druck. Und farbrein hatte es auch noch niemand hinbekommen. Also erfand Keytech einfach eine passende Maschine. Wir haben die Flaschendeckel-Sortiermaschine. Das heißt, wir können die ganzen Deckel sortieren, haben dann die einzelnen Farben als Deckel und können die dann schreddern und machen daraus dann farbreines, hochwertiges Granulat. So schaffen wir quasi einen nachhaltigen Kreislauf und nicht so eine Art Einbahnstraße, die irgendwann in Meer endet. Und damit gab sich Keytech nicht zufrieden. Einwegspulen für das Filament, auch die können ersetzt werden. Das hier ist unsere eigene Spule, hergestellt aus Flaschendeckeln. Das hier sind die roten Flaschendeckel. Und das Besondere bei unserer Spule ist, wenn die leer ist, so wie hier, ist kein Filament mehr drauf, kann man sie aufklippen mit einem Bajonettverschluss. Der ist 3D gedruckt und dann kann man quasi die Spule wieder nur mit dem Filament auffüllen. Das heißt, dadurch sparen wir jedes Mal unnötige Einwegprodukte. Da die jungen Gründer mit ihren Recycling-Ideen oft an Grenzen stießen, stiegen sie einfach in den Maschinenbau ein. Sie erfanden selbstgebaute Maschinen für die neue Welt des 3D-Recycling-Drucks. Und hier zum Beispiel, das hier ist alles 3D gedruckt. Und dadurch könnten wir als Schüler ohne Budget richtig günstig in den Maschinenbau starten, weil alles, was wir brauchten, waren ein paar Kugellager, ein paar Schrauben und den Rest konnten wir uns einfach 3D drucken. Und das eben, was 3D-Druck ermöglicht. Nebenbei gründeten sie auch noch ein Netzwerk mit anderen jungen Entrepreneuren, um voneinander zu lernen und Hemmschuhe etwa in der Bürokratie endlich loszuwerden. Inzwischen verkauft Keytech auch seine selbst entwickelten Maschinen samt eigener Software. So können Kunden nun ihren eigenen Recycling-Kunststoff für das 3D-Drucken herstellen. Ratschläge, so viel Erfindergeist durch Patente schützen zu lassen, laufen bei Keytech ins Leere. Ihre Ideen werden mit allen geteilt. Wir hätten uns das Ganze auch schützen lassen können, aber zum einen ist es teuer und zum anderen haben wir ja viel von der Community sozusagen genommen. Also wir nutzen ja auch viele Open-Source-Bibliotheken selber. Und dann dachten wir, es ist halt der logische Schritt, das sozusagen auch öffentlich zu stellen. Und so haben wir dadurch profitiert und so geben wir quasi auch was zurück. Nach dem erfolgreichen Abitur haben sich die jungen Gründer nun an der TU Darmstadt für Maschinenbau eingeschrieben und ihr Unternehmen gleich mitgenommen. Der Umzug in die neue Produktionshalle in einem großen Industriepark, ein Meilenstein. Also ich meine, damals in der Garage hat man schon immer mal davon geträumt, irgendwann in der Halle zu ziehen. So, das war schon immer so die Vision und der Traum. Dass es wirklich klappt, ich meine, die meisten haben es belächelt, die meisten haben uns dann nicht mehr ernst genommen. Und dass wir jetzt so lange dran geblieben sind und es jetzt einfach, wir echt in der eigenen Halle stehen mit tausend Maschinen, ganz vielen Kunden und riesigen Aufträgen, das ist schon ziemlich crazy. 70 Kunden aus aller Welt vertrauen bereits ihren Produkten. Die Aufträge reichen schon bis ins nächste Jahr. Höchste Zeit, endlich fertig aufzuräumen.